Hallo und willkommen zu einem weiteren Blick auf eine Demo, und zwar eine Demo eines Grafik-Adventures, also eines Point-and-Click-Adventures, ähnlich wie Manic Mansion oder natürlich auch neuere Vertreter wie Book of Unwritten Tales, aber es ist natürlich eine alte Pixel-Grafik, die ich euch auch gleich mal zeigen werde. Das ist eine Demo, die jetzt im Zuge eines Kickstarter-Projekts veröffentlicht wurde, und das werde ich euch jetzt auch direkt mal zeigen. Hier auf diesem Kickstarter-Projekt, da kann man noch sehen, da fehlen noch 1000 Euro etwa, bis das finanziert ist, 6 Tage verbleibend, aber es sieht so aus, als wenn das Spiel schon mehr oder weniger fertig ist. Und die wollen damit noch ein paar Sachen erweitern, wie man unten in den Stretch Goals noch sehen kann. Wie viel muss man bezahlen, um das Spiel zu bekommen? Das sind 20 kanadische Dollar. Das entspricht ungefähr 14 Euro. Ich habe jetzt persönlich noch nicht gebackt, werde das aber wahrscheinlich tun, wenn mir das Spiel jetzt gefallen sollte, also die Demo gefallen sollte. Ja, wie groß das Spiel ist, weiß ich nicht, aber es sieht schon sehr cool aus. Wir hören jetzt auch im Hintergrund schon Musik von dem Spiel, also so Retro-Wave hört sich auch sehr cool an, oder Synth-Wave. Und der Trap, den ihr jetzt hört, ist Striding Knights, Unusual Findings, ist ein bisschen monoton, aber so als Hintergrundmusik passt das schon ganz gut. Wir werden uns jetzt erstmal einen kurzen Blick auf den Trailer genehmigen, denn ich denke, der demonstriert schon ganz cool, was uns hier erwartet. Whatever this thing is, it kills people. And it's going to kill everyone in town if we don't stop. Bangalang, you fool! What the hell was that? It wasn't a wolf, that's for sure. Let's fight! Ja, soweit soll es auch hier erstmal mit dem Trailer gewesen sein. Wir werden uns jetzt mal das Spiel näher anschauen. Wie gesagt, auf Kickstarter läuft es noch. Ihr könnt es auch gerne unterstützen, um das Ziel zu erreichen. Ich werde am Schluss noch sagen, ob ich das dann unterstütze oder nicht. Also je nachdem, wie gut es mir gefällt. Ihr könnt es natürlich auch auf Steam wishlisten. Das wird dem Entwickler sicherlich auch helfen. Und jetzt werde ich mal das Spiel starten, die Demo Unusual Findings Made with Unity. So, jetzt sollte der das Fenster gleich hoffentlich bekommen. Ja, da sind wir. Und ja, auch die Demo kann man schon auf Deutsch spielen. Wir können hier in die Optionen gehen und da können wir auf Deutsch umstellen, Audio, Musik, Lautstärke erhöhen. Gameplay, Deutsch, Streamer-Modus habe ich angemacht, um lizenzierte Musik zu deaktivieren. Ich hoffe jetzt auch mal, dass die Musik am Anfang nicht lizenziert war. Und vielleicht ein bisschen einen Ticken zu laut. So, und dann werden wir mal uns das Spiel anschauen. Version 1.0.1.6. Okay, spielen. Aha, seltsamer Start. Okay. Mit so einem Einstieg habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, was ist das? Alles kaputt. Vincent Falco, what did I tell you? But Dad! What did I tell you? That I'm grounded. Exactly, and that means no TV, no radio, and no video games. That's so unfair. Are you joking? You and your criminal friends blew away half of Mrs. Johnson's garden. Ah ja, was auch im Kickstarter-Text steht, ist, dass es in dem Spiel Entscheidungen gibt und die dann, glaube ich, auch das Ende mitbestimmen sollen. Wobei es aber nicht diese
ich glaube, die meinten, dass es nicht den einfachen und den schweren Weg gibt, sondern halt, ja, ich meine, man schreibt immer viel zu den Entscheidungen, muss man dann natürlich im Spiel sehen. Vielleicht sehen wir hier schon ein bisschen den Geschmack davon. Ich bereue nichts, wir haben es zu Forschungszwecken getan. Es tut mir leid, es war ein Unfall. Wir wussten nicht, dass Natrium so flüchtig ist. I'm sorry. It was an accident. We didn't know that sodium was so volatile. Vinny, you're a smart kid. I'm glad you like science. But there are a lot of things to do other than electrocuting, burning or blowing stuff up. I get the point. I'm sorry. That's much better. But you are still grounded. So no video games. You understand me? I understand. That's much better. See you tomorrow. But just in case you didn't understand me well enough, I'll be taking these cartridges with me. But Dad! Hey, it takes courage to apologize when you did something wrong. You're growing, and I'm proud of you. That means I'm not grounded anymore? Nope, but it reduces your sentence. I don't want you to think that your decisions don't have consequences. Because believe me, they do. Sooner or later, you're gonna have to deal with the results of your actions. Remember, your attitudes toward other people matters. Anyways. I'm locking this door. Good night. Hmm? Someone's throwing rocks in my window. If I had to guess, it's Nick or Tony? Probably Nick. I should open the window to see what's going on. Ja, sehr coole Musik, aber leider noch etwas laut. Da werden wir mal gerade das noch ein wenig reduzieren. Ja, und auch sehr coole Grafik. Sehr cool auch. Ich meine, das sind halt so die kleinen Dinge, wie es eingesetzt ist. Wieder dieses weiche Hin- und Her-Schwingen jetzt davon. Ich meine, das ist halt so eine Nichtigkeit. Aber das macht halt gleich so einen viel besseren Eindruck. Ich klicke jetzt hier mal mit der linken Maustaste drauf. Da haben wir jetzt einen. Okay, sie an Fenster. Was werden mit der. Moment. Was passiert denn mit der rechten Maustaste? Gar nichts. Sie hat keine Funktion. Okay. Linke Maustaste, sie an Fenster. Someone's throwing rocks in my window. If I had to guess. Ja, okay. Dann haben wir öffne Fenster, sprich mit Fenster. I've got to open the window if I want to have a conversation with someone outside. Okay, bevor wir das machen, schauen wir uns erst noch die anderen Sachen an, die wir hier haben. Was passiert denn, wenn ich die Leertaste drücke? Gar nichts. Also wir scheinen keine Hotspot-Anzeige zu haben. Finde ich immer schade, weil... Weil Pixel-Hunting ist jetzt nicht so mein Ding. Okay, das ist unser Inventar. Ah, doch, da ist unsere Hotspot-Anzeige. Okay. Wunderbar. Wir können den Fernseher uns anschauen. This used to be my grandma's TV. It's black and white and the antenna doesn't really pick anything up. But it works with my video games and that's really the only thing I need. Ja, es sei denn, die Spiele sind farbenabhängig und man sieht nicht, was man machen muss. Ist immer noch zu laut. So. Können wir damit auch was tun? Sprich mit Fernseher? I can't talk to that. Ne. Schalter aus. Aha. Videospielekonsole. The best console that ever existed and it's all mine. 8 whole bits of raw power. Ja, genau. Hier sind auch sehr viele, das hat man auch im Kickstarter-Projekt schon gesehen, sehr viele 80er-Jahre-Referenzen. Also hier können hier schon sehen, War of... da steht Extraterrestrial Attack Poster, da steht aber, glaube ich, War of the Worlds. Und was das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Aber so Indiana Jones und so weiter sieht man dann auch schon mal häufiger. Nimm Videospielekonsole. This and the TV are staying put. I want a long legal battle with Dad to have them here. Aha. Schrank. My wardrobe is locked and I don't remember where I left the key. I know, it's weird. But I guess it's the price a man has to pay to keep his privacy. Aha. Öffne. The door is locked. I don't recall where I left the key, but it should be around here somewhere. Ah, okay, also müssen wir den Schlüssel finden. I can't talk to...
ich glaube, das mit dem Sprechen hätten sie sich sparen können. Das ist halt immer so eine Option. Wenn man mit nichts sprechen kann, dann kann man das genauso gut mit Benutzen kombinieren. Sie an Bett. It's my super comfy bed. No comic books hiding below it this time. Doc Martinez told me I should avoid heavy lifting if I want to grow taller. And Samantha Silverman is taller than me. So that's a no-go for now. Bisschen seltsam, dass man alles aufnehmen kann, also alles versuchen kann, wenn sowieso wahrscheinlich halt das wenigste geht. Also, ja, das ist der Grund, glaube ich, wieso die meisten Spiele sowas nicht machen. Doc Martinez told me I should avoid, and so that's... Ich meine, es ist halt schon nett, dass die alles vertont haben. This movie was so awesome! When I was a little kid, I used to watch it on my grandpa's. The alien laser sound effects were so scary. 50 movies are great. Ja, genau. Und das hatten sie auch im Kickstarter-Projekt erwähnt. Also, ich hatte jetzt gerade 80er Jahre angesprochen. Das Spiel spielt in den 80er Jahren und hat auch sehr einen 80er Jahre Flair, Fluff. Der Typ, der ist aber wohl ein 50er Jahre Fan und vieles aus den 80ern stammt wohl auch aus den 50er Jahren. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber sowas wie Aliens und auch Indiana Jones geht wohl auf die 50er Jahre zurück. I mean, I like old school stuff, but I'm not gonna go waving this poster around. I can't talk. Ja, und wir können mit nichts reden. I loved this movie concept. It's a perfect blend of sci-fi elements with classic nostalgia. It just works on so many levels. Da weiß ich aber nicht, was das sein soll. It's okay where it is right now. Okay, Lampe. The bulb is pretty dim, but it's perfect for reading comics when you're supposed to be sleeping. Mhm. Ah, damit kann man noch einschalten. Light on. Aha. Talking with lamps is a clear sign of madness. Ja, okay, da gibt's einen Dialog zu. Bücher. This is my personal library of movie companion books. I've got a lot of trivia about classic horror. Did you know that Universal made 2 Dracula movies in 1931? There was a Lugosi one in English and another one in Spanish. Personally, I like the Spanish one more. Mm-hmm. I already been through these a bunch of times. I can't talk to that. Okay, Nachtsicht, da wird doch bestimmt unser Schlüssel sein. My nightstand sein. Only has dirty shoes and some Swamp Man comics. No more cool stuff hiding here. Wohl doch kein Schlüssel. I can't talk to that. Lichtschalter. Huh. Spielfigur. Bike Packs. I can't talk. It's just a light switch. Mhm, und die Tür? I'm grounded, so I'm not supposed to leave. Through the door. Uh-huh. It's locked. I want my games back! And I want a Ferrari. Now stop yelling, I'm trying to watch the news. Na, sehr schön. Raumschiff-Miniatur. An Empire spacecraft model E90. It can travel at light speed with ease. Können wir davon was mitnehmen? I already broke one like that, so models are to look at, not to play with. I can't talk to that. Das ist ein Yoda oder was? Someone's throwing. Ja. One of Luke Masters. I think he would look silly fighting a regular sized person. These kinds of figures are for looking. Okay. I can't talk. And bike pegs? I removed my bike pegs after a stunt went terribly wrong. It could be fun to start practicing BMX stunts again. Aha. Einen Schlüssel haben wir jetzt allerdings nicht gefunden. Ach, das sind 2 Reihe Bücher, oder was? Sind das unterschiedliche? This is my personal library of movie companion books. I've... Did you know there were... Person- Nein, das ist dasselbe. This is my... Per- Ich glaube, dann sind wir mit allem durch. Da ist jetzt nichts. Ja, vielleicht hilft der uns weiter. Dann gucken wir mal. Öffne Fenster. Nach draußen sehen. Hey,
Vinny, Vinny! Shh! Shut up, Nick. I'm grounded! Oh, yeah. Well, me too. I think everyone heard about our, experiment near Mrs. Johnson's garden. Then what are you doing here? Are you crazy? The last of the crap Tony needs to make a signal descrambler came in the mail! We're gonna get pay-per-view cable for free! We gotta get to Tony's house! I'm not so sure, Nick. Three words, man. Naked. Chicks. On TV. Those are four words. But you win. Give me a minute. Just keep it quiet, all right? Mhm. Können wir wieder reingehen? Wir haben einen Blumenkasten. These flowers are colorful, smell great, and best of all, my sister is allergic to them. Können wir davon was mitnehmen? Hey, there's the key to my wardrobe. Now I remember. I put it here because my sister is allergic to these flowers. Now that I say it out loud, man, I sound paranoid. But I'm almost positive she uses my things when I'm out. I can't talk. Okay, was haben wir noch? Seilrutsche. Ja gut, wir gehen nochmal rein und werden das jetzt mal richtig machen. Also, wir haben den Schrankschlüssel mit Schrank. Rad. Irre, ja, Schrank. It's full of clothes and old stuff. Why the hell I locked this with the key? Oh yeah, my sister wanted to steal my jacket. Auch ganz interessant jetzt, dass der Text geändert wurde, abhängig davon, ob der Schrank auf oder zu ist. Er sagt also nicht dasselbe wieder. Suche Schrank. Hey, my old Roboto battle station! What were you doing there? Was soll denn das sein? Ah ja, und hier kann man untersuchen. I know this is just a pulley, but when I was a little kid, I used to pretend that this was a battle station named Roboto. I wrote Mr. Roboto on it with a marker. It could be fun to start practicing BMX stunts again. Okay, kann man die beiden kombinieren? Jawohl. Seilrutschewagen. Haben wir hier sonst noch was? Das war das Falsche. Dad's been on my case about cleaning this up all week. But now's not the best time. Okay, dann benutzen wir das mal an dem Seil. The window of the treehouse is closed. I should ask Nick to open it or else I'll end up crashing through the window. Ah, okay. Hey! What? Bist du sicher, dass Tony einen Signalentschlüsseler gemacht hat? Hat Tony nicht auch Hausarrest? Isn't Tony grounded too? Yes, but his grandmother's deaf as a doornail. Remember the time we hit a llama in Tony's basement? She never found it. Yeah, I guess she won't notice us either. Hat Tony nicht auch Hausarrest? Kannst du mir helfen, rauszukommen? Ist hier jemand? Is anyone around? The coast is clear. You are safe to escape. Perfect! It's South Plains at night. What do you expect? Everyone is sleeping or watching TV. Okay. Kannst du das Fenster des Baumhauses öffnen? Can you open the treehouse window? Are you gonna use the zipline? Isn't that, like, kinda risky? I mean, you could fall, your dad is going to find you all crippled, then he's going to call my parents, and I don't want that to happen. Was ist los, Nick? Du feige Sau! Keine Sorge, Mann. Wenn ich mir ein Bein breche, werde ich still und leise zurück in mein Zuhause kriechen. Don't worry, man. If I break a leg, I will silently crawl back to my home. Okay, I understand. I guess a night of free pay-per-view cable is worth the risk. Mach mal das hier noch. Are you sure Tony made a signal descrambler? Yes, yeah, of course. Probably. Maybe. The point is, there is a big chance of seeing uncensored adult movies tonight, and you shouldn't miss it. Okay, gib mir eine Minute. Just give me a minute. Okay, but hurry. Dann benutzen wir das. Jawohl. Okay, this is my one-way ticket out. Let's make this thing spin.
Dead or Alive, naja, die erkennt man auch im Synthwave-Bereich. Ja, sehr coole Grafiken. Sehr schön animiert, sieht alles super gepolished aus. Aha. Ja, da sieht man ein paar mehr Referenzen. Hey, Tony, we're here. Did we miss anything? No, not really. I'm almost done connecting the antenna. Are you sure this is going to work? Why does it even need the antenna if we're trying to pick up cable? I installed a transmitter on the cable box down the street. That way there's no big obvious wires leading right to this house. And believe me, this thing has way more power than we need to watch free cable. You still have those pony bedsheets? Yeah, the pony cartoon has its moments. And my grandmother thinks ponies are cool. Da müssten sie die Sound noch nachbearbeiten. Bei dem hört man bei dem ganzen Pony, 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 dass da beim P so ein Popgeräusch ist. Das kann man über einen Equalizer nachträglich entfernen, aber man hätte das halt natürlich auch in der Aufnahme direkt vermeiden können, indem man halt einen gescheiten Popschutz verwendet hätte. Erzähl das nicht herum, Ponys sind lahm. Wenn du das sagst, werde ich dem wohl eine zweite Chance geben. Ist mal nett. If you say so, I guess I'll give it a second chance. I'm sure you're going to like it. And in season 2, things get much better. With the first tooth pony babies and all. Megan really grew as a character. Really? Yeah. Anyways, I would love to keep hearing you talk about ponies, but let's go back to what is important. When are we gonna start watching adult television? After some final adjustments. Can you move the antenna a bit? Okay, let me try. Das sieht aus wie das Marvel-Symbol. Okay. It's working. What the hell is that? Looks like some kind of sci-fi movie. From China? What language is this even in? I have no idea. But I didn't build a descrambler, so we could catch the international channel. Let's try another one. Something's wrong. This thing is on every single channel. On the plus side, we can watch Chinese movies. What the hell was that? That wasn't a shooting star. I don't think that was a movie. What do you mean? It could be possible that we just witnessed some sort of distress call from a spaceship that just crashed into South Plains Greenwoods. I'm not sure. What if it was just the weirdest coincidence ever? Then what are we waiting for? That wasn't far from here. Let's go find out. But what about the cable girls? Look, if that was an alien spaceship, we could be the first humans to meet beings from another planet. Don't you want to be part of human history? But the girls... I'm pretty sure that if we become part of human history, we'll get more girls than if we stay home stealing cable. You got a point. Let's get moving. Der hängt auch sehr gefährlich da an dem Fahrrad. According to my calculations, we must be near. Yeah, it smells like burnt ass. It's too bumpy. We'll have to walk from here. Mhm. Halb verbrannter Baum.
it looks like it was hit by lightning. Or a fireball. Maybe the alien did this? No, Vinny was right. It was definitely a lightning strike. It was like that a week ago when I went hiking with my dad. Kann man mit denen reden? Nee. Oh, eine Flüssigkeit. Some blue liquid spilled on the ground. It smells funny. Alienblut. I'm not touching that. What do you want me to do? Lap up the puddle of yuck? Eine große Kiefer? I think this is one of the oldest pines in the woods. What are you, a tree hugger? I prefer not to talk to vegetables. Naja, sehr viele eigentlich ziemlich unnütze Dialoge. Also, dass die Option da überhaupt haben. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Wahrscheinlich nicht wahnsinnig. Ein Bach. Now we can cross. Na, habe ich versehentlich das Rätsel gelöst. Na gut. This water's ice cold. Not a good season for swimming. Altes Messerschieberventil. This rusty thing controls the flow of the stream. Was? Ach so, mit diesem kann man hoch und runter machen oder? Aber wir sollen das irgendwas kontrollieren. I can't move it. It's too rusty. Let me give it a try. Yeah, this is too rusty. We need something to lube it up. Mm-hmm. I can't talk to that. Büsche? The vegetation's really dense here. I can't find anything in this bush. Hello? Is anybody in there? I'm happy nobody answered. Mm-hmm. Ja, da sollten wir alles haben. Zum Pinienwald. Der Lauf-Sound ist vielleicht auch was, was geändert werden müsste. Werde ich denen, glaube ich, ein bisschen was an Feedback dann auch geben. Weil ich glaube, der Lauf-Sound, der ist irgendwie, das klingt hier so, als in der... Da ist ein Knacken drin und die stampfen irgendwie wie so Elefanten darum. Das ist ein bisschen hart. Look, the bushes are moving. Hello? Mr. Extraterrestrial, is that you? We saw your transmission. We come in peace. They don't... Those are not the aliens we're looking for. Those are wolves. I knew this was a bad idea. Quick, pretend to be bigger. Wolves almost never attack adults. Go away! I've got a mortgage to pay! Shoo! Shoo! Really? Shut up, it's working! Shoo! Shoo! I have 3 kids and a boring job! Shoo! This isn't working. Any other plan? Räuberleiter oder sowas. Lauft, jeder für sich. Langsamster Pech. Schrecken will sie, indem wir uns aggressiv verhalten. Ich stürze mich auf sie, ihr deckt mich. Okay. Let's scare them by acting aggressive. I'll charge them. You cover me. Are you sure about this? I saw it in a documentary. A honey badger did this to a group of lions and he escaped. Those aren't lions. We're not honey badgers, and this is not a documentary. Let's give it a try. We have nothing to lose. Other than our life. Are you sure we don't have any other option? Okay, those wolves were bad enough, but that sound perturbed me even more. If that was an alien, aliens are loud. We should get away from here before the wolves change their minds. Den Sound kennt man doch aus Falling Skies, oder? Oder aus Tripods, dreibeinigen Herrscher, weiß ich jetzt nicht mehr.
Ah, das wäre auch so eine Serie, die ich gerne weiterschauen würde. What are you doing here? This is no time to visit the woods, kids. Didn't you know the area's full of wolves? Yeah, we just saw some of them over there. You were lucky they didn't attack you. You better get home. If you do it quick, I won't tell your parents about this. Sir, yes, sir. Let's go. Wait. Do you know what this blue liquid is? It was like this when we got here. Did you see or hear anything else unusual tonight? No. Something tells me you're not being honest with me. Does anyone else know that you... What the hell? Run! Let's get to the treehouse. Okay. Okay. Here's the situation. There's a killer alien in town, and we're the only ones that know about it. We should tell the police. We could try, but I don't think they'll believe us. We could at least tell the park rangers that one of their guys was attacked in the woods. That makes sense. I think we should stop it ourselves. Who knows how many people that creature is going to kill before the police realize what's up? Any suggestions on how we're gonna do that? I was thinking of setting a trap. A bear trap. No one can escape a bear trap. I think it would be better if we could ensnare him with a strong net. He seems to have long limbs, so in my opinion, a net would be the more effective option. We could dig a big hole and cover it with leaves. Who do you think you are? Willie E. Coyote? Because your net idea is so much better! Please remind me, what are we trying to catch again? An alien or a shark? Gentlemen, please, there's no need to argue. Look, we don't know anything about this alien. Except that it's all gangly and likes to stab people. Maybe we should take a blanket approach, you know? Cover all our bases. We can put together a bigger trap that uses all three ideas. The hole, the net, and the bear trap. At least if it fails, nobody can point fingers. Sounds fair to me. And don't worry about digging the hole. I'm sure the bull will help us with that. He owes me big time. Aha. Glückwunsch, du hast das Ende der Demo erreicht. Willst du mehr erfahren? Füge zu deiner Wunschliste hinzu zum Hauptmenü. Ja gut, das war jetzt kürzer, als ich das mir vorgestellt hatte. Ich werde es aber auf jeden Fall backen. Also das wirkt so polished, die Grafik, alles gefällt mir eigentlich da dran. Also man muss halt noch schauen, was man halt nicht beurteilen kann, ist halt, wie lang ist das Spiel, was für ein Rätseldesign hat das und natürlich, wie sich die Story weiter verhält. Aber ich meine, an der Story kann jetzt auch nichts dramatisch schlecht sein, außer wenn es halt ein spektakulär schlechtes Ende hat. Aber da bin ich mal zuversichtlich, dass das nicht der Fall ist. Also ja, ihr könnt das ja auch mal euch anschauen. Ich meine, viel mehr zu sehen als das hier gibt es halt nicht. Aber wenn euch das zusagt, packt es auf eure Wunschliste. Ich denke mal, der Entwickler wird euch da dankbar sein. Kickstarter, wie gesagt, noch ein paar Tage läuft's. Und wir können noch mal rüberschalten. Ich glaube, dann bricht allerdings der... ja, genau, der Ton weg. Dann mache ich mal hier das an. So. Da können wir noch mal gerade gucken. Da haben wir genau, also es fehlen noch 1000 Euro und hier haben wir die drei Charaktere, die nochmal vorgestellt werden, da stehen nochmal die Key Features, wir haben hier die ja, dass das halt auch mit diesem 80er Jahre Ding sie ist, was ich ja schon erzählt hatte. Dann, dass wir halt mehrere Minigames haben. Wir haben auch in dem Trailer kurz gesehen, dass es da so einen Dungeon-Crawler-Part gibt. Auch ganz interessant. Writing ist ja, wie gesagt, gibt's, haben wir ja jetzt auch gesehen. Sprache auf Deutsch, wenn auch nicht die Vertonung. Und ja, da scheint auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr an Content zu sein. Also selbst wenn das nur, ich sag mal, 5 Stunden Spiel war. Okay, dann ist natürlich die 16 Euro, 14 Euro oder was das war. Ja, 14. Ist natürlich ein bisschen hart dafür, aber muss man halt sehen, ist jetzt schwer, schwer zu beurteilen. Das ist das Entwicklerteam,
Und ja, hier halt, wo das Geld hingeht. Aber gut, das müssen die, glaube ich, machen. Turbo Kid im Übrigen bekommt auch ein Spiel, wo ich es hier gerade sehe. Könnte auch interessant sein. Habe ich jetzt aber nicht gebackt. Ich werde jetzt hier mal die 20er Pledge nehmen, diese Belohnung wählen. Betragshöhe 20. Und dann werde ich hier mal weitersehen und so weiter und so weiter. Ja, Belohnung gestalten, voraussichtlich Lieferung. November 2021 muss man dann halt schauen, wann das tatsächlich released wird. Und dann werde ich sicherlich da auch nochmal ein volles Let's Play zu machen. Das soll es jedenfalls zu Unusual Findings gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen. Und damit sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye. You're gonna get pay-per-view cable for free. I'm trying to talk here. No, a friend of my brother. When are we gonna start watching adult television? We'll change forever. Your sister is about to commit a murder. Wait a minute. You need me to dig a hole? It could be possible that we just witnessed some sort of distress call from a spaceship that just crashed in the South Plains Greenwoods. Killer alien starts roaming the streets. And three teenagers are the only ones who can stop it. Are you joking? You and your criminal friends blew away half of Mrs. Johnson's garden. A new riveting adventure. Unusual Findings. Coming soon.